Hey liebe Leute, grüß euch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß selber noch gar nicht genau, wo wir eigentlich aufgegangen. Ich weiß nur, dass der Gipfel Falkenstein heißt. Und mehr dazu werde ich dann der Markus erzählen, den ich jetzt treffe und der dann fahren wird. Viel Spaß, kommt's mit. So liebe Leute, jetzt habe ich den Markus getroffen. Der Markus ist mit mir nach Insel gefahren, gell? Insel, ja. Insel. In Bayern. Wir sagen euch jetzt aber nicht genau, auf was für einen Parkplatz das wir geparkt haben, weil scheinbar gibt es im Internet fast keine Beschreibung zu der Tour, die wir machen. Und wir wollen da jetzt auch keine Einheimischen irgendwie vergrämen, dass wir da eine Wegbeschreibung machen. Es freut uns natürlich, wenn es uns trotzdem begleitet und schaut, wo wir überall so um und um kraxeln. Auf jeden Fall erzählt euch der Markus, wo wir jetzt hingehen. Ja, jetzt machen wir einen kleinen, doch aber ja, schon anspruchsvollen kleinen Berg, den Falkenstein. Er ist eigentlich weglos und wird eigentlich nur von Einheimischen begangen. Aber ich habe den damals gemacht, 2016, und schon gucken, schon die Route ein bisschen so suchen und finden. Aber ist schön, schön. Aber ja, mit Respekt, ne? Nichts gegen die Watzmann-Überschreitung. Ja, also dann viel Spaß, begleitet uns, kommt mit. Dann der Busteil. Da ist er. Da geht's lang, siehst du? Zwischen den Bäumen? Ja. Siehst du hier nichts, ne? Nein. Denn hier müssen wir uns halten. Immer dem Felsen entgegen. Dann kann man gucken. Da gehen halt keine oder kaum Leute, ne? Dann werden da nicht nur da was gegangen sein. Ja. Schauen wir mal, dann sehen wir schon, gell? Ja. Wo wir da hingehen. Voll im Gemüse sind wir da unterwegs. Expedition Gemüserausch. Sind wir unter die Veganer gegangen, oder wie? Der Markus sagt, es schaut gut aus. Er hat auch gesagt, er weiß nicht, wie oft dass er das schon gesagt hat. Aber es schaut gut aus. Aber schreibt es rein in die Kommentare, ob das gut ausschaut oder nicht. Schlüsselstelle. Der Maibaum liegt auch schon da. Ja, von da unten kommen wir her, seht ihr? Was ist der See? Ist der? Ja. Das ist der Falken. Der Falkensteinsee ist das. Warum heißt der Falkensteinsee? Weil der Berg Falkenstein heißt. Und weil es ein See ist. Weil es ein See ist, ja. Eigentlich logisch. Ja. Wunderschön. Wo ich das erste Mal hier war, war alles voller Nebel. Da habe ich noch Bilder. Ja. Da war es doppelt schwierig irgendwo. Ja. Da war für mich einfach nur logisch, irgendwo vom Pfad ist hochzugehen. So, ne? Irgendwann werden schon die Felsen kommen ins Kreuz. Ne? Und irgendwann wird der Berg aus sein, genau. Der erste Mandel, schon ewig, wir sind 100 Meter, 150 Meter schon hoch. 120, ja. Ja, das ist die erste Markierung auf dem ganzen Weg, wo zeigt, da könnte was gehen. Und da ist hier ein kleines Mandel, der weiße geht in die Richtung, weil viele wird auch jetzt da weiterlaufen. Ja. Ich habe gewusst, dass da die Tour kauft. Zweite Schlüsselstelle. Wir begeben uns in Sphären, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Genau. Unendliche Weiten. Ne? Unendliche Weiten. Also, ich finde, diese Tour wird überhaupt keinen Sinn machen. Du könntest jederzeit auch irgendwo da im Wald hochgehen, so über so Gelände. Ne? Aber du wirst ja belohnt, das ist ja ein Berg.
auch wenn es ein kleiner Berg ist, mit Kraxelei noch zum Schluss. Und vor allen Dingen Gipfelkreuz als Top, ne? Ja. Ja, Falkenstein. Und wir sind allein, ne? Ja. Gutes Wetter, mal schauen, aber wir sind völlig allein. Ne? Gibt nicht noch so Verrückte, ne? Na. Du hast einen Baum ausgerissen. Bin ich zu klein. Was ist denn? Jetzt sind kraxig. Jawohl. Endlich Fels. Da war ich noch. Ja. Eine sehr leichte Steigspur oben. Absturzgelände. Ja. Weiter geht's dem Gipfelgrat entgegen. Markus, wie schwierig ist eigentlich die Kletterei? Einsatz war ja höchstens. Okay, ausgesetzt, oder? Oh, ja gut, was heißt ausgesetzt? So, so luftig ist das ja nicht, aber ja, muss schon ein bisschen aufpassen. Ne? Okay. Schauen wir uns das mal an. Wo ich das erste Mal oben war, war es auch Winter. Leicht nass und so wieder vereist. Die perfekten Maldinger Bedingungen. Ja. Jö, da vorne ist schon wieder Stormandl. Das dritte. Brillensee da hinten im Zwiesel-Kurvenbereich. Ja. Ne? Wenn wir älter sind, wenn wir Kleinkaliber schießen. Ja. So, ne? Da unten seht ihr den schönen Falkensteinsee, Leute. Schön ist da. Ja. Echt schön. Biwakhöhle, sagst du? Ja. Darf man maximal 1,50 Meter groß sein, dass man da reinpasst. Jetzt geht's los! Mann aus Mannheim, zeig uns deine Künste. Rutschiger Fels, aber die Schuhe sind quasi. Ja. Zack. Gut macht er das. Der wilde Hund. Wer ein Seil greift, ist eine Pappnase. Ja, genau. Sehr schön. Was ist das? 7 Minus, oder? Ja, ganz lang. Ganz lang? Vielleicht ist es sogar 7 Plus. Weil eigentlich muss es mindestens ein 7er sein, weil wir haben keinen Helm auf. Wieder im Gemüse. Machen wir was? Ja. Gut, dass es nicht mehr ist. Da war mal was. Ich glaube, das hat ein Hase durchbissen. Guten
Galeria-Weg auf. What the fuck? Aber der Markus wollte da aufhören und hat gesagt, das wird schon halten. Ja. Sicherer, ja, klar. Auf die Wurzeln, ja. Warte gerade mal, bevor du kommst. Ja. Also, ich habe eher einen Hut auf. Ist ein Taschentücher drin? Ja. Im Hut nicht, aber im Rucksack. Klopapier. So Leute, wie findet's? Hat das die Mannheimer Maschine da gemacht? Ich finde großartig. Von mir kriegt er einen fetten Daumen rauf. Schau aber mal, Mann aus Mannheim. Hey. Ja, also bis jetzt waren wir uns nicht ganz sicher, ob wir richtig sind, Leute. Aber es schaut ganz gut aus. Und jetzt begleitet es uns auf die letzten Meter bis zum Gipfel auf. Kommt mit, viel Spaß. Ja, abgespeckt auch schon, gell? Ja. Hoi, Tuba, du fette Sau, da kommst du eh nie durch hier. Ja, da bin ich eindeutig zu fett, dass ich da durchkomme. Ich glaube, ich muss umdrehen. So, Leute, glaubt ihr, dass ich da durchkomme? Der Markus hat gesagt, ich bin zu fett dafür. Ich probiere es einfach einmal. Eng. Mit Luft anhalten ist es irgendwie gegangen. Juhu! Willkommen in Nepal. Ja. Tashi. Tibet. Tashi Delek. Namaste. Namaste. Dirai Ramro. Berg heil, Markus. Berg heil, Franz. Schön. Berg heil, Leute. Wie gefällt es euch da herum? Schaut mal, einen Herrgott haben wir auch gefunden. Liebe Leute, nach ausgedehnter Gipfelrast und Erholung machen sich der Markus und ich jetzt wieder nach unten auf dem Weg. Und mit diesem wunderschönen Rundumblick vom Falkenstein verabschieden wir zwar uns jetzt von euch. Vielen Dank, dass ihr uns wieder begleitet habt und kommt noch für ein paar Aufnahmen mit runter bis zum Parkplatz. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne wieder einen Daumen nach oben. Das erste Mal zuschaut, Kanal abonnieren, Glocken aktivieren, wenn ihr nichts versammeln wollt. Ciao, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.
Ja. Ich glaube, ich habe es noch nicht.